Seit 13 Jahren verwandeln die Berliner Festspiele mit Märzmusik, dem Festival für aktuelle Musik, die Hauptstadt in ein Mekka für Liebhaber klassischer, experimenteller und zeitgenössischer Klänge. In verschiedenen Spielstätten der Stadt findet knapp 2 Wochen lang ein facettenreiches und interdisziplinäres Programm statt, das Musik mit Film, Theater und verschiedenen Arten der Kunst verbindet. Diesmal ist Berlin nicht nur Austragungsort, sondern als Magnet musikalischer Emigration auch thematischer Dreh- und Angelpunkt des Festivals. Was für großartige Werke wir dabei hören, sehen und erleben durften, das zeigen wir euch jetzt. In diesem Sinne viel Spaß bei Alex das Ereignisfernsehen. Nach Berlin, seit die Mauer runter ist, auch schon ein bisschen davor, aber speziell seit die Mauer runter ist, ist Berlin irgendwie der Anziehungspunkt für Künstler aus der großen, weiten Welt, aus allen Richtungen, und besonders auch die musikalischen Immigranten sind hier ausgesprochen stark. Und dadurch hat sich die Musikszene sehr lebendig und vielfältig entwickelt. Und das bedeutet aber, Berlin vorzustellen, heißt, die internationale Musiklandschaft vorzustellen. Das Programm ist ja super facettenreich und auch sehr interdisziplinär. Also es gibt da Überschneidungen von verschiedenen Kunstformen. Wie wichtig ist das, dass diese Überschneidungen da sind und dass es nicht nur um Musik geht, sondern dass die Musik auch im Zusammenhang steht mit Film, mit Theater, mit Ausstellungen und Performances und solchen Dingen? Das ist für mich immer schon ausgesprochen wichtig gewesen und spiegelt die Tendenzen der Entgrenzung der Musik in andere Bereiche hinein, der Grenzüberschreitung und eines intermedialen, interdisziplinären, aber wir sollten auch hinzufügen, interkulturellen Konzepts. Denn sehr wichtig ist auch, dass eben durch die Immigranten auch Traditionen in diese Stadt kommen, die lokal sind und die eher eben weit über die Grenzen Europas hinaus spezifisch sind. Und das wird dann hier lebendig. Märzmusik ist ja ein Festival für aktuelle Musik. Wie definieren Sie dieses aktuell? Schwer, das ganz kurz zu sagen. Aktuell heißt eigentlich erstmal, was ist interessant, betrachtet zu werden aus der Perspektive von heute, also was passiert, ist ein wesentlicher Punkt. Dabei kommt es weniger darauf an, dass es immer neu sein muss, sondern dass man es aus der Gegenwartsperspektive heraus betrachtet. Also wir können auch schon mal einen Ausflug in die Vergangenheit, in die Geschichte machen oder einen Ausflug ins Popmusikalische machen, wenn der Zusammenhang, wenn die Verbindungen, die da bestehen, interessant sind. Aus der Sicht von heute. Ein gutes Beispiel dafür ist Die Weber. Ein Stummfilm von Friedrich Zelnick mit einer von Johannes Kalitzke komponierten Neuvertonung. Aufgeführt live im Haus der Berliner Festspiele vom Ensemble Modern. Grundsätzlich geht man immer von dem Horizont der Möglichkeiten aus, wie man sie heute vorfindet, und davon ausgehend wirft man dann einen Blick zurück. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich mit dem Repertoire des 19. Jahrhunderts arbeiten würde, denn ich lebe ja heute. Und wenn ich heute einen Film oder einen Stoff als Oper oder als Film bebildere, dann tue ich das mit den heutigen Mitteln. Denn wenn ich mir den Film heute anschaue, tue ich das ja auch mit meinem heutigen Bewusstsein. Rückblickend. Insofern ist Musik auch immer ein Medium des Rückblickens. Wenn ich also zeitgenössische Musikinstrumente wie Ölfässer oder Waterphones oder solche Dinge, die es früher nie gegeben hat, einsetze, dann dient das eigentlich mehr einer atmosphärischen Verdoppelung, um auch teilweise Traumszenen oder besonders mysteriöse Umstände musikalisch einzufangen. Oder vor allen Dingen eine Brücke zu bauen zu den elektronischen Einspielungen,
die ja nun Klischee-Parodien teilweise enthalten. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Man hat ein Repertoire, mit dem man heute gewissermaßen eine Perspektive auf die Vergangenheit zurückwirft und die mit den heutigen Mitteln deutet. Das Ensemble Modern ist eine Gruppe für zeitgenössische Musik, die aber auch viele epochenübergreifende Programme durch die Jahrhunderte spielt. Und sie existiert seit den 80er Jahren. Seit Jahrzehnten unsere Kernaufgabe, die traditionellen Möglichkeiten unserer europäischen Instrumente auszuweiten, spannende neue Klänge zu finden. Und das ist eine phänomenale farbige Maskierung hier heute, weil manchmal denkt man, das kommt, es gibt ja wie gesagt auch vorproduzierte elektronische Klänge. Und dann schaut man aber rum und dann merkt man, das klingt wie elektronische Musik, aber das machen ja die Musiker auf der Bühne und manchmal ist es auch umgekehrt. Und diese Mischung, das ist ein ich glaube, ein wahnsinniges Ereignis für die Zuhörer. Kalitzke ist eigentlich vorrangig damit beschäftigt, zu koordinieren. Er hat nämlich keinen Klick-Track im Ohr. Er macht das alles mit so einem Sekundenlaufband. Und interpretieren und die Klänge mischen und psychologisieren, das machen wir natürlich. Und wir versuchen, das möglichst farbig zu machen, damit er sich ganz auf seine Koordination, damit alles gut zusammenstimmt, konzentrieren kann. Die Frage ist immer, wie eigenständig ist die Musik, wo nähert sie sich dem Film und wo führt sie ihr Eigenleben? Denn es geht ja nicht um reine Illustration. Das heißt, die Musik muss ja dann auch eine innere Entwicklung haben, die dem Film manchmal parallel oder auch zuwiderläuft. Also am Schluss läuft sie dem Film genau zuwider. Das heißt, es gibt so eine Art Materialermüdung, die nicht den Schlusskämpfen in dem Film entspricht, sondern irgendwie viel mehr darstellt, wie sehr doch eigentlich schon die Kraft erschöpft ist und die ganze Sache zu nichts mehr führt. Das heißt, man komponiert einen Subtext, der dann nicht mehr unbedingt spiegelbildlich sich zum Film verhält. Das ist ganz wichtig, das ist das eine. Das andere ist das Problem des Timings. Sie haben ja bei einem Laufwerk vom Film nur Sekunden. Man kann aber nicht ein ganzes Stück im Tempo 60 komponieren. Das heißt, wenn es mal schneller oder langsamer zugeht, muss der Dirigent, wenn er nicht Klicks im Ohr haben will, und das will ich nicht, weil er sehr stört beim Dirigieren, die ganze Zeit mitrechnen, in welchem Verhältnis steht das Tempo. Und er muss dann irgendwann aber bei einem bestimmten anderen Punkt, nachdem er begonnen hat, auch pünktlich wieder landen. Und dieses pünktliche Landen ist ein Problem. Das muss man richtig studieren, damit man auch selber ein halbwegs objektives Tempogefühl behält. Das ist wirklich schwer. Deshalb gibt es eine Menge kleine Formaten oder Übergänge, die etwas flexibel sind, damit man weiß, da springe ich wieder rein. Das sind Sachen, die muss man permanent einkomponieren. Das würde man bei einer Oper oder bei einem Konzertstück nie tun. Also der Film drängt einem ja bestimmte Dinge auf, also zum Beispiel das Arbeiterlied das, oder Marschmusik. Es gibt ja sehr viele Aufmärsche von preußischen Kompanien und das kann man natürlich musikalisch nicht negieren, sondern man muss darauf Bezug nehmen, weil das ist also so eine klare Situation. Und da arbeitet man dann eben parodistisch, indem man zum Beispiel sich erstmal vorstellt, es handelt sich um eine Musik von Hans Eisler oder Kurt Weill, benutzt deren Gestik und überlagert die allerdings mit der eigenen musikalischen Sprache. Genau das Gleiche gilt auch für die Marschmusik. Da gibt es einen Sampler und in dem Sampler gibt es eine elektronische Verfremdung von einem preußischen Militärmarsch, der in seinem Original nicht zu finden ist, auch nicht erkennbar ist, aber trotzdem diese Aura des preußischen Militärmarsches permanent darstellt. Und zwar gibt es diesen Militärmarsch und da wird immer nur der erste Schlag permanent wiederholt, in verschiedenen Tonhöhen, wie auf einer Skala. Das heißt, die Gestik einer bestimmten musikalischen Grundlage, eines Klischees, wird übernommen, aber die Melodik und auch die Harmonisierung entspricht dem eigenen musikalischen Kontext.
weiteres Stück, das wir uns im Rahmen von Märzmusik angesehen haben, ist Anschlag vom Komponisten Michael Wertmüller mit einem Libretto von Lukas Bärfuß. Anschlag ist virtuoses, energiegeladenes und komplexes Musiktheater, das das Verhältnis von Körper und Bewusstsein ausloten soll. Können Sie mir vielleicht sagen, wie Ihre Arbeit an Anschlag und vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit Lukas Bärfuß, dem Librettisten, ausgesehen hat? Erstmal im Prinzip offene Ausgangslage, und zwar eingeschränkt nur durch das Thema Revolution. Das war das Überthema des Luzern Festivals, wo das Lied aufgeführt wurde. Insofern war es halt auch wirklich frei, weil das Stück keinen dramaturgischen, klassischen Verlauf hat. Ne? Das heißt, er konnte dann auch Texte bauen, schreiben, was ihn halt gebrannt hat und den Nägeln. Und er hat sich schon länger halt auch mit Jean-Jacques Rousseau beschäftigt. Und das war dann eigentlich die Denkausgangslage vom ganzen Stück. Also am Anfang stand ein Text, eine Paraphrase von Rousseau. Der Rousseau litt Zeit seines Lebens an einer Harnwegsverengung und war gezwungen, sich jeden Tag eine Sonde einzuführen in den Harnleiter. Und es ist erstaunlich, dass diese Fokussierung auf die eigene Hinfälligkeit und auf die Möglichkeit, an sich selbst etwas zu manipulieren, bei ihm vielleicht, das war dann die These, zu einem Gedanken geführt hat, dass auch die Gesellschaft in einer gewissen Weise hinfällig sei und auch manipulierbar sei. Und daraus wiederum hat sich der Gedanke entwickelt, einmal zu untersuchen, wie das Verhältnis zum Körper bei den Revolutionären aussieht. Also welches Bild haben Menschen, die sich in einer revolutionären Situation befinden, zu ihrem eigenen Körper? Und was haben wir heutzutage für ein Verhältnis zu unserem Körper? Viele heutige Musik mag ich deshalb nicht, weil sie wahnsinnig unkörperlich ist und zu vergeistigt. Nichts gegen vergeistigte Musik, gar nichts. Aber ich finde es auch toll, wenn es halt einfach körperlich ist, auch physisch, weil wenn die Musiker spielen und auch mal schwitzen, ich finde das ganz wichtig, und insofern ist es naturgemäß. Sie komponieren ja nicht nur solche Musiktheaterstücke wie Anschlag zum Beispiel, Sie komponieren ja auch reine Musikstücke, denen kein Text zugrunde liegt. Inwiefern ist da unterscheiden sich die Arbeiten? Ist eigentlich eine total gute Frage, aber ich kann sie so nicht so einfach beantworten, wirklich nicht, weil ich arbeite auch sehr seriell. Also es gibt immer irgendwelche Grundprinzipien, ne? Und ich arbeite total viel mit so Zeit. Problematiken, die musikalische Zeitproblematik und nicht problematik, im Gegenteil, einfach so, das ist so mein Hauptinteresse, wenn ich jetzt pure Musik mache. Und natürlich kommt mit Text, ist eigentlich schon einiges gegeben durch den puren, simplen Sprachrhythmus. Ne? Also das ist auch eigentlich eine Hilfe. Eigentlich fast, ich würde nicht sagen einfacher, aber angenehmer auf jeden Fall, wenn man einfach eine Grundlage hat, ne, die gegeben ist durch den Text, und macht es fast einfacher. Was gab es denn, als Sie an einem Stück gearbeitet und das konzeptioniert haben, zuerst? Gab es zuerst das kompositorische, also die Musik oder den Text? Oder war das etwas, das sich parallel und wechselseitig beeinflusst hat? Nein, das ist schon eindeutig erst Text. Mhm. Weil bevor ich den Text nicht habe, kann ich mir auch schwer eine Dramaturgie überhaupt vorstellen und eine Instrumentierung. Also ich achte schon sehr auf die Aussage, den Inhalt, ne? und eben auch auf den Sprachrhythmus auch vom Text.
Wir haben eine bald 10 Jahre alte Zusammenarbeit mit Wertmüller in verschiedensten Kontexten und das ist einfach sozusagen der neueste Auswuchs aus unserer Zusammenarbeit. Musik hat immer etwas Körperliches und es geht auch um spürbare Lautstärken und es geht um spürbare Gestik, die sich auch in der Faktur, in der komponierten Faktur niederschlägt und umgekehrt. Da gibt es Passagen, die man nur sehr mit starker physischer Arbeit überhaupt übersetzen kann. Da kann man sich nicht zurücklehnen oder sich abkoppeln. Also es hat eine unbedingte Zusammenwirkung. Ja, das ist auch ein Merkmal von Steamboat Switzerland generell und aber auch von Michaels Art zu komponieren, ist eine extreme Körperlichkeit, kombiniert oder ausgelöst eben von einer Virtuosität, die einem oftmals an die Grenzen bringt, an körperlichen und aber auch mentale Grenzen. Und das ist dann das transzendierende Moment. Das ist wirklich etwas, das ist wunderbar. Der Text ist wahnsinnig kompliziert. Es geht um, also Lukas Berfus hat was echt irrsinnig und kompliziert und wunderschön auch geschrieben. Und die Musik ist wahnsinnig kompliziert. Und das auswendig lernen zu müssen, war richtig heftig. Weil das ist, also es gibt Stücke, die extrem schwer sind, aber dann sind die so 20 Minuten lang oder 40 Minuten lang. Hier haben wir 1,5 Stunden. Wir singen zwar nicht dauernd, aber das ist so komplex. Also es ist alles einfach sehr herausfordernd. Ich glaube, Michael hat auch zum Beispiel meine Solo-Nummer ganz spezifisch, also für mich geschrieben, genau wie er für Clara ihre Nummer geschrieben hat und für Anne Mai ihre Sache, weil das ist halt, es liegt sehr an das, was er bei uns erkannt hat und dann natürlich dementsprechend, das ist eine totale Interpretationssache, es ist auch, keiner hat diese Musik, das ist der Reiz bei neuer Musik natürlich, dass ich die Erste bin, die das singen darf und natürlich ist dann viel Input von mir und vor allem, weil Michael schreibt manchmal so verrückte Sachen, dass es kaum singbar ist und dann muss man ein bisschen so irgendwie für meine eigene Stimme so ein bisschen Sachen neu, also ja, nicht komponieren, mitarbeiten mit Michael, ja, und so. Bei der diesjährigen Märzmusik feiert ein ganz besonderer Programmpunkt sein 10-jähriges Jubiläum. Die Rede ist von Querklang, einem künstlerisch-pädagogischen Projekt, das Schülern im Musikunterricht neue Herangehensweisen an Musikkomposition und Rezeption näherbringen soll. Die Schüler experimentieren dabei gemeinsam mit den verschiedensten Materialien und komponieren mit Hilfe eines Teams aus Lehrern, Studenten der ODK und Komponisten völlig neuartige und unkonventionelle Musikstücke, die dann hier im Konzerthaus Berlin aufgeführt werden. Und wie genau das aussieht und wie eigentlich Schüler und Lehrer die Arbeit an diesem Projekt empfunden haben, das verraten sie uns gleich selbst. Das war eine ganz spannende Sache, weil wir hatten ja eigentlich noch nicht so didaktische Erfahrungen. Wir haben zwar so eine Art Einführungsseminar bekommen von diesem Leitungsteam, aber wir haben dann versucht, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal im Rahmen einer Explorationsphase erste Erfahrungen sammeln können mit dem Erkunden von scheinbar nicht relevanten, bedeutsamen Instrumenten, zum Beispiel ein Milchschäumer, ja, oder eine Gitarre, aber ganz anders eingesetzt, als man sie kennt. Und das war eine schwierige Aufgabe für uns, die Gratwanderung zu bestehen, einerseits die Schülerinnen und Schüler behutsam zu führen, in dem Moment, wo wir das Gefühl hatten, oh, jetzt bräuchten sie irgendwie so eine Richtlinie, und auf der anderen Seite aber genügend Freiraum zu lassen, damit sie auch selbst die einzelnen Vorstellungen entwickeln können und ihre eigene Fantasie entfalten können.
Also bei manchen ist es ja so, dass die Instrumente haben, wo man von Grund her weiß, wie sie eigentlich genutzt werden normalerweise und sich dann eben Gedanken gemacht hat, wie könnte man sie anders benutzen und Klänge rauskriegen, die eben nicht alltäglich sind. Und bei manchen war es auch so, dass sie erstmal gar keine Idee hatten und sich oder vielleicht nur ein Geräusch im Kopf, irgendein Zupfinstrument haben wollten oder einen gezupften Ton und sich dann irgendwas gesucht haben und daraus versucht haben, so einen Ton rauszukriegen. Wir haben komplett selbst erarbeitet, was wir machen wollten. Wir haben die einzelnen Stücke unserer Instrumentengruppen zusammen erarbeitet, eben in den Gruppen und sie dann zusammengesetzt, sodass wirklich aus jeder Gruppe individuell gemacht wurde, was man wollte. Und es ist letztendlich dann durch die Gruppenlieder nur noch ein bisschen mit einem kritischen Ohr und Auge verbessert worden, sodass es im Gesamtpaket passt. Es gab oft Situationen, wo wir uns auf die Füße getreten sind oder an einen Punkt gekommen sind, wo wir eben eine Meinungsverschiedenheit hatten, weil wir halt auch jeder individuell natürlich im Kopf sagen, okay, an der Stelle könnte es vielleicht so weitergehen oder so und man sich da nicht immer ganz konform ist. Aber dafür waren dann auch die Teamleader da, dass sie gesagt haben, wir können einen Kompromiss machen oder wir machen erst das, dann das oder eben auch neue Denkanstöße gegeben haben, was ganz anderes zu machen. Wir hatten ja auch diese verschiedenen Instrumentengruppe, also Streicher, Blechbläser und sowas. Und da ging es auch relativ gut. Und auch später bei den Eigenkompositionen, wo wir 3 oder 4 gemacht haben. Und dann haben wir einfach aus denen was zusammengebastelt und das ist jetzt unser Werk und das ist eigentlich ganz gut. Wenn Probleme da waren, dann wurde das von den Schülern untereinander auch nicht gleich niedergemacht, sondern wirklich versucht, einen Kompromiss zu finden. Und auch diese 3 Partituren, wir hatten 3 entwickelt und dann wurden die besten rausgenommen, aber wir haben nirgendwo gesagt, das war schlecht und das war schlecht, sondern wir haben einfach die guten Sachen rausgefiltert und haben aus den ganzen kleinen Partituren dann letztendlich die große entwickelt. Und wir jetzt als Studenten oder Komponist oder auch der Lehrer, wir haben eigentlich wenig dazu gesagt. Wir haben versucht, noch ganz kleine Verbesserungen vorzunehmen, was entweder von den Schülern okay, machen wir einen Haken hinter oder gefällt uns nicht und dann haben wir weitergesucht nach irgendwelchen Möglichkeiten. Also es war wirklich eigentlich für mich ein problemloses Arbeiten. Also ich finde schon, dass man das wieder machen soll, also häufiger machen sollte, weil es fördert, ich denke, es fördert auch ein bisschen das, die Kreativität und es macht auch sehr viel Spaß und zeigt auch Instrumente nicht so, wie man die normalerweise spielt, sondern wie man sie auch spielen könnte, wie es halt jetzt nicht normalerweise ein Violinist tut. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, weil man halt permanent gefordert war und die ganze Zeit seine Ideen einbringen konnte. War halt mal wirklich was Neues und man hat auch wirklich das Gefühl gehabt, die ganze Zeit gefordert zu werden. Am Anfang haben wir ein paar Übungen gemacht dazu, wie man, was man alles einsetzen kann, also Sprache und Musikinstrumente. Und das fand ich sehr interessant, was da alles so rausgekommen ist. Wir sollten erstmal leise sein, sollten hören, was wir so hören, was man sonst ja, worauf man nicht achtet. Oder Geräusche, die uns so im Alltag begegnen. Oder auch was wir mit der Stimme machen können, lauter, leiser und sowas. Aber als wir dann selber uns anfangen sollten, irgendwelche Szenen auszudenken, da haben wir eigentlich alles selber uns ausgedacht und zusammengebracht. Ich fand es ganz interessant zu sehen. Man hat erstens, finde ich, die Leute ein bisschen näher kennengelernt. Und klar gab es zwischendurch halt auch Phasen, wo wir uns gedacht haben, bitte seid doch jetzt mal alle ruhig, wir wollen uns jetzt konzentrieren, wir wollen jetzt weiterarbeiten, wo es dann auch öfters halt ein bisschen Stress gab. Aber sonst bin ich der Meinung, war das alles eigentlich relativ harmonisch. Für mich war ganz wichtig zu sehen und schön gleichzeitig, die Kreativität und die Kreativität durch das Gemeinsam. Und das war toll, weil entsteht eine Kompositionsprozesse, die sonst man soll 5 Jahre studieren, damit so in 2 Stunden gemeinsam das gleich schafft. Also es ist wirklich, diese Zusammenarbeit geht immer schneller. Und die besten Momente waren für mich, als
eine spontane Mitentwicklung von einer zu dem anderen gab. Also es gab eine Idee, dann der eine hat etwas gesagt, dann der andere etwas anderes und dann gab es so eine automatische Komposition und Entwicklung. Das fand ich toll. Also ich finde das kolossal wichtig. Das öffnet die Ohren, erweitert den musikalischen Horizont, fördert die Toleranz. Und was mir jetzt als Musiklehrer und Chor- und Bigbandleiter noch zugute kommt, ist dabei, dass sie dadurch, dass sie sensibler geworden sind, viel aufmerksamer sind beim Musizieren. Das heißt, sie musizieren viel intensiver miteinander und es findet eine Kommunikation statt während des Musizierens und das ist ein unschätzbarer Wert. Und das ist diesem Projekt zu verdanken. Also die pädagogische Seite, einmal, dass man wirklich den Schülern auch das Verständnis entgegenbringt, dass experimentelle Musik jetzt kein Feld ist, was immer fremd sein muss, wo man wirklich immer abgeneigt gegenüber sein muss, sondern experimentelle Musik kann auch was Spannendes sein. Wenn man wirklich, wie die Schüler meistens mit dem Instrument noch nie in Kontakt gekommen ist, dann hat man auch diese Barriere nicht, aha, ich komme vom Klassischen, ich muss jetzt komplett weg, sondern die waren wirklich ungehemmt, konnten das machen, was ihnen gerade in den Sinn kam. Und gleichzeitig konnte man auch als außenstehende Person nicht im Klassenverband viel von den Schülern lernen im Komplex Zusammenarbeit. Also und das kann man übertragen auf alle möglichen Bereiche. Sensibilisierung im Umgang miteinander, dadurch, dass man aufmerksamer das wahrnimmt, was der musikalische Partner oder die Partnerin an Ideen einbringt. Kreativität, sehr wichtig für die Gestaltung unseres Lebens, dass man die eigene Urteilskraft sozusagen schärft, dadurch, dass man gezwungen ist, auch Reflexionsphasen einzulegen, wo man das eigene Handeln überdenkt und daraus entsprechende Konsequenzen zieht. Liebe Zuschauer, ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Genau. Unser Ausflug in die Sphären zeitgenössischer Musik neigt sich leider schon dem Ende zu. Den Reiserückblick gibt's aber wie immer auf unserem YouTube-Channel. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lassen wir so.